So. Oh, hier hat es auch aufgelöst. Gut. Passt. Wie läuft's hier? Naja, nicht so geil. So. Trotz der Chain-Signale ist hier alles auf Rot. Naja. Und einmal rum. Ne, okay, tschüss. Was sagt unser Lager? Easy. Läuft. Hier unten ist ja auch noch alles voll, aber gut, wir benutzen es ja zurzeit noch nicht, weil wir warten ja darauf, dass die hier fertig werden eigentlich. Stahlverlegung. Brauchen gerade ein bisschen Stahl. Ziegel, wo gehen die denn hin? Kein Polizei. Dann auch mal, ja? Ach Gott, ey. Die machen mir echt ein bisschen Sorgen mit ihrer Zufriedenheit. Die haben immerhin 72%, 69%, 61%. Es wird vielleicht im Sommer besser. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass sich die Kriminalität auch darauf ausgewirkt hat. Alter. So viele Beamten haben wir gar nicht. 7%. Oh Mann. Aber die Urteile werden trotzdem hier oben vollstreckt. Oh! Die haben ja im Moment ganz schön Hütte voll. Ach du Scheiße. Das wusste ich nicht. Weil die waren sonst immer so unter... Alter, wir brauchen noch ein Gefängnis. Also wir brauchen für da unten nochmal alles komplett neu. Super, danke dafür. Halt hier. Geil, danke für gar nichts. Können wir oben noch ein Gerichtsgebäude hinpflanzen? Ich lasse es mal noch kurz, bis ich mein Gerichtsgebäude platziert habe. Gerichtsgebäude. Nö, das ist das Größte, das wir haben. Würde ich hier drüben hinsetzen. Weil ja hier noch die Straße dann hochgeht. Zack. Können die Leute hier direkt rüberlaufen. Gut. Ja, dann werden wir uns hier hinten irgendwo noch ein Gefängnis hinpflanzen und dann läuft die Sache. Wobei noch sind die Gefängnisse ja nicht überfüllt. Ach krass, Drahtmut. Ach, wie geil. Es gibt jetzt auch Snapping. Sag ja. Oh, ja, geil. Endlich gerade bauen können. Oh, wie geil. Stopp, dann reißen wir die nochmal ab. Jetzt geht's ab. Zack. Und drück zweimal F1 und dann... Sieht aber jetzt eher so aus, als würde er so Shep weiterbauen. Oder? Naja, geht da. Ja, gib ihm mal da. Aber sowas von. Rein in die Olga. Oder auch nicht. So. Ja komm, ihr schafft das hier doch irgendwann noch. Hubschrauber-Einsatz. Ich wollte sagen, wie viel haben die eigentlich? Die haben noch zu viel zu tun. Nein, die haben genug zu tun zurzeit. Wenn ich das gerade sehe, unfertige Pipeline. Warte mal, Hubschrauberbau. Achso, die sind hier hinten schon sozusagen zugeteilt, ja gut. Seid ihr bald fertig? Naja. Ziegel und Stahl und noch ein bisschen Elektro und noch ein bisschen Stahl und... Naja.
Immer die Schneepflüge hier tonnenweise rein und raus. Rein? So. Nikolaus. So. Ja, wir haben noch deutlich zu wenig Arbeiter. Ich würde mal gerne hier aus dem hinteren Bezirk. Ach, du ahnst es nicht. Was haben die denn für Probleme? Ohne Job. Kindergarten, Kirche, Sport, Essen, Fleisch, Kulturkneipe. Wir haben alles an Problemen. Boah, der Laden ist ein bisschen überlaufen, ehrlich gesagt. Wie sieht's? Ja, die sind einfach nur arbeitslos, aber glücklich. Arbeitslos, aber glücklich. Ja, die müssen sich halt irgendwo noch mit reinquetschen, scheinbar. Ist die Geheimpolizei? Na, direkt nebenan ist doch der Kindergarten. Gut, aber das ist eher weniger das Problem. Kirsch zum Beispiel. Hier vorne ist eine. Hinten ist auch eine. Dummköpfe. Kneipe, Taverne. Die ist hier. Nee, ist er nicht. Warte, wir haben doch aber irgendwo hier noch ein Strandcafé hingebaut, oder? Kein Strandcafé. So ein Café halt. Da. Auch passt. Ja komm, wir lassen die einfach mal. Wieder dran vorbei. Vielleicht lösen sich ja so ein paar unserer Probleme. Zweiundzwanzig Arbeiter ohne Job, das kann ja gar nicht sein. Können ja nämlich hier rüberlaufen. Zur Bushaltestelle, dann können sie den Job suchen. Und nimmt keinen mit. Supi. Warum fährt die Buslinie aber so lumm? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist sie fahren. Naja. Okay. Dürfen ruhig ein paar mehr Leute noch einziehen. 6 Feuerwehrleute bräuchten wir hier. Alter. Junge, Junge, Junge. Wie viele Leute wohnen hier jetzt im Moment schon? 2700, das geht sogar. Und gar nicht mal so viel, also Babys sind ein bisschen viele. Das kann passieren, dass unser Kindergarten das nämlich nicht schafft. Das wird dann schon anfangen werden, hier oben noch einen hinzubauen irgendwo. Im oberen Bereich. Wenn die bald mal fertig werden könnten. Stressig. Neue Fahrzeug. Oh, neuer Asphaltfertiger. Zeig mal her. A steht für Asphaltfertiger. Bin ich inkompetent? Walze. Deckenfertiger, da ist er doch. Ah, der gibt's in Dollar. 45, Junge. Und was kann unserer? 31, huiuiui. Ist natürlich ein ganz schöner Unterschied, muss man ja sagen. Oh, da ist bestimmt gleich ein Zug wieder unterwegs. Guck mal, hier geht's auch vorwärts. Schön. Endlich mal. Weil Strom brauchen wir ja auch dann. Ja, hier ist auch Strom. Stromstation. Alter! So, was ist mit dem Vieh? Ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Vieh passiert? Ich hab's einfach an den Händen kleben. Das war nämlich eine ganz schön fette Schnacke. Widerlich. Und Schnaken sind fies. Die machen Aua über Nacht und so. Da
Dass hier aber keine Sau sich mal freiwillig irgendwohin verirrt. Dann können die jetzt auch schon hier unten arbeiten gehen, hä? Zack. Dann machen wir 50%, 60% sollen bitte zum Bus. Zack, und schon haben wir Mitarbeiter. Warum der hier oben rausfährt, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil er so lang ist, dass er nicht runterkommt. Mein Gott, ich werde es überlegen. Genau. Was mich mal... Ich wollte gerade sagen, ja. Aber die Busse stellen sich irgendwie blöd an, habe ich das Gefühl. Jetzt brauche ich mal ganz kurz... Da kommt der nächste. Dann machen wir ein bisschen langsamer. Hallo, mir wird schlecht. Oh. Shit. Shit sieht's ja aus. Ah, ich wollte noch ein paar Bodenplatten verlegen. Fällt mir gerade ein. So, weil da vorne kann er ja jetzt eigentlich rüberfahren. Eigentlich. Hier. Rüber. Ah ja, gut. Ja, ja. Ja, genau. Jawohl. So ist. So ist brav. Ah ja, guck mal. 91 Leute, 135 passen rein. Jetzt wird das erste Mal hier wahrscheinlich ordentlich produziert. Jawoll. Jawoll, Olle. So, zack. Naja, guck mal, hier oben wird schon. Hab ich schon kurz vor Fertigstellung wieder. Hier geht's noch von den Kapazitäten her, das ist auch gut. 27 Straftaten, ja moin. Ja, ich sag dir, das Breitschwert. Wunderschönen guten Abend. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also an sich, so schlecht sieht es jetzt nicht aus, finde ich. Was vielleicht ein bisschen im Moment niedrig ist, würde ich sagen, ist Kultur, aber ansonsten... Ah, die da oben wieder. Jawohl. Zack, weiter geht's. Weiß nicht, Digga, weiß nicht. Hier oben ist auch ein bisschen niedrig, aber dann gibt es hier wieder schöne Gebäude. So, ja, happy. Because I'm happy, clap along. If oh, seid ihr beim... Oh, es wird Sommer. Hütten raus, es ist Sommer. Ding dong, schalalala. Wie sieht es hier unten aus mit Kultur? Aber hier ist zum Beispiel Kultur auf 99%, ja. Und die sind trotzdem unhappy. Also hier verstehe ich es nicht. Warte mal kurz. Öl? Zufriedenheit. Super. Das Happiness. Happiness. Alter, warte mal. City Planning. Cool. Cool. Das ist neu. Krass, Alter. Mega geil. Mega. Ah, die können schon gar nicht mehr studieren gehen. Supi. Happiness Overlay. Welches Happiness Overlay? Also das? Also wenn du das meinst, dann würde ich sagen, bei der Kleidung am meisten. Vielleicht auch ein bisschen Kulturgenuss. Ja, das ist hier in der City, ist es. Das muss ich so... wahrscheinlich dann eher so hier für Menschen. Happiness da. Also die Gebäude zum Beispiel sind im absoluten Poppes. Warum auch immer. Und hier oben geht's eigentlich. Hier, das eine Gebäude hier vorne ist noch ein bisschen sehr stark belastet. Das hier auch. Ja, irgendwie so ein bisschen die am Rand. Weil ich sehe, also hier... Hier ist ein bisschen... Oh, jetzt geht's wieder komisch. Weil hier hatte ich ein paar Beschwerden. Aber... Weißt du, eigentlich ist auf die Gesundheit vielleicht ein bisschen. Meins an, was das Problem hat. So. Die sind nur ein bisschen arbeitslos. Ja, macht es die Leute unglücklich, die Arbeitslosigkeit? Wenn ja, dann liegt es daran.
Oh Gott, ja, die haben ja auch Probleme. Aber die sind auch erst eben frisch zugezogen. Glaube ich. Die haben alle ein paar Probleme, komischerweise. Die können aber überall hin. Sport haben wir. Jetzt wird es auch wieder warm draußen. Spiritualität. Hier ist eine Riesenkirche. Ich wollte es nur mal gesagt. Da kommen die natürlich nicht hin. Super. Was haben wir noch? Kneipe, Taverne. Die ist hier vorne. Ist auch gut, also nicht... Ja. Ich habe 2 halbvoll gefüllte Gefängnisse. Etwas mehr als halbvoll gefüllt. Also die sind soweit noch ganz in Ordnung. Oh, hier ist wieder ein Stau. Hier ist vielleicht ein bisschen die Happiness, die leidet, aber also Happiness haben sie überall. Die sind super drauf, die Jungs im Knast. Je nachdem, was halt für Wärter da sind, ist ja das, ja. Ja, Kriminalität geht runter, Happiness geht sogar ein bisschen hoch, obwohl sie im Gefängnis sitzen. Und klar, die Regierungsloyalität, die leidet dann immer, wenn du im Gefängnis sitzt. Das ist ja normal. Ah, noch ist ein bisschen frisch draußen, aber das kommt gleich wieder. So, ja, jetzt wird hier unten auch endlich mal Kohle produziert. Alter, geil. Hier müsste doch eigentlich schon der erste Zug demnächst kommen und Kohle holen. Na, ah, die sind gerade ein paar wenig Leute. Aber das kriegen wir auch irgendwann noch im Griff. Ach, die sind wieder tanken gefahren. Ich brauche hier oben noch eine Tankstelle. Ups. Könnte man eigentlich hier reinpflanzen, aber hier würde ich gern vorher noch die Straße verlängern. Was ich das Beste finde, ist jetzt dieses, dass du Snapping machen kannst. Kannst du jetzt so und dann muss ich hier gerade ein Stück weg wieder. Geil, ich liebe es. Ba-ba-da-ba-ba, ich liebe es. Und dann noch eine Tanke, bitte. Bitte tanken. Bitte schön, tanke schön. ich hätte gerne eine Durchfahrtstanke. Nö. Nö. Die sieht cool aus halt. Ich brauche eine, die so groß ist, dass die langen Fahrzeuge nicht den Weg blockieren. Nee. Ich glaube, ich nehme die hier. Die sieht cool aus. Macht 2 Tankstellen mit Strahl. Für Fahrverbot. Das ist natürlich... Du bist ein Genie. Beziehungsweise du musst ja Lieferverkehr frei machen, weil sonst glaube ich zumindest, dass er keinen Sprit liefern kann. Das ist natürlich eine super Idee an sich. Wenn ich so eine 3er-Tankstelle nehme. Wobei ich ja im Moment eigentlich nichts anderes habe, außer Busse und LKWs. Aber, ich guck gerade mal, wenn ich noch hier so eine X... Ne, ah, guck mal, das ist genau das Richtige, zumindest für die Busse. Ist das genau das Richtige. Wobei ich glaube, die Gelenkbusse tun sich da auch ein bisschen schwer. So. Abfahrt. Gut, und dann würde ich vielleicht aber hier draußen noch eine XXL-Tankstelle hinsetzen, doch. Ah, die hat aber keinen Strom hier. Hat die Strom? Ah, die hat keinen Strom. Hilfe. Oh, das reicht gerade so nicht. Aber ich habe ja hier ein tolles Umspannwerk. Ja, ja.
Das weiß ich mit T. Wusstest du, dass man mit Steuerung H Fahrzeuge zurücksetzen kann? Also. Ah, ich kann die doch hier auch durch die Trafostation durchfahren lassen. Ja, voll das Cheaten. Finde ich nicht. Besonders praktisch ist es halt, wenn die Züge wieder mal Probleme machen. Mit alte... Was? Das muss ich ausprobieren. Oh. Ach ja. Ah, oder ich nehme so eine. Meinst du, es funktioniert, wenn ich die durch die Trafostation fahren lasse dann? Ja, oder? So. Und dann brauche ich aber jetzt wieder Electricity. Dizzledy. Naja, guck mal, dann setze ich das einfach direkt hier ran, Alter. Oh, wobei, da drüben wäre sogar noch ein Stück frei. So. Und das ist so nah beieinander. Glaube ja. Warte mal, gilt das Snapping beim Drehen auch für Gebäude? Geil. Ah! Geiler Scheiß. Was ich halt scheiße finde, ist einfach, dass die so eine schlechte Leistung haben, die Untergrundkabel. Na, guck mal, die sind ja auch schon fleißig am Asphalten. Am Asphaltierten. Tieren. Wie läuft's? Läuft gut. Lass mich raten, hier war schon ein Zug da? Oder noch nicht? Es kann auch sein, dass hier noch kein Zug da war. Ah, ich habe ab 10% eingestellt. Das ist aber jetzt, oder? 28.000, 10% sind 2.800. Oder? Mathe-Genie, weißt du? So, und das hier oben. Genau, das passt. Ja, da fährt der erste Zug. Den gucken wir uns direkt an. Ach, der ist hier schon... warte, langsam Vorsprung. Zum Beispiel geteilt durch Fuß. Oh Mann. Alter, das sind sechsachsige Wagen? Krass. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Schön. Oh, schnucklig ist es hier. Jetzt gleich kommen gleich Hänge in der Oberleitung, Alter. Ah. Guck mal, die brauchen doch hier, hier brauche ich doch keine Oberleitung verlegen, oder? Die können einfach mit dem Stromabnehmer oben an die 18 kV Hochspannungsleitung gehen. Wobei, 18 kV kommt ja fast hin. In Deutschland sind 15 kV. Wenn ich einfach 15 kV Masten hinmache, dann funktioniert das doch, oder? 15 kV, 3 Viertel, 16. Was waren es? 16? 16 Hertz? Also 16, 3 Viertel Hertz, oder? So, jetzt. Der erste Zug, der diese Strecke befährt. Aha! Passagiere alle tot. Schön. Vor allem, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ja unser Kraftwerk hier drüben ja auch schon, ja, von uns befüllt werden. So, und der nimmt jetzt erstmal Fett mit, Alter. 840 Tonnen Kohle. 300 Stunden und mit Elektro... Das ist diese Woche angefangen.
Oh ja. Reicht doch auch. So, die kriegen ja noch ein Gerichtsgebäude dazu. Damit die Prozesse ein bisschen schneller gehen. Was haben sie denn so cool? Wenn jede Stadt jetzt mit drauf. Na dann. Wenn es dich glücklich macht. So. 840 Tonnen Kohle. Die erste Kohle, die in unseren Zusatzspeicher läuft hier. Der dann hier reinläuft. Oh ja. Wir brauchen ein bisschen Kohle scheinbar. Hier schwächelt irgendeiner. Ja, ich glaube einfach im Moment braucht Stahlwerk sehr viel. Wobei wir eigentlich noch deutlich mehr produzieren könnten, wenn wir größere Busse einsetzen würden. Wobei ich mich jetzt wieder frage, warum sind die Leute hier vorne weg? Hinten warten noch 300. Okay. Ja. Dann würde ich vielleicht wirklich mal anfangen von hier vorne. Eine Linie oder so, ein oder zwei Linien mal abzuknüpfen. Zack. Okay, passt. Gut. So, der hat wieder Kies geholt. Jawohl. Da ist unser Kohlebomber. Achtung! Ah! Auf der Seite geht's. Die andere Seite ist schlimmer. Wupp. Ah, es regnet. Voll das Schiedwetter, Alter. Guck mal, hier können sie auch oben. Endstation schon getestet. Endstation? Also Kopfbahnhöfe oder sowas. Alter, ist der Zug so laut? Das ist heute das erste Mal, dass ich mit dem aktuellsten Update spiele. Wasser, habe ich gesagt, lasse ich jetzt aus. Weil dafür sind wir meiner Meinung nach ein bisschen zu weit fortgeschritten. Ich habe genug Geld, um das Wassernetz von jetzt auf nachher aufzubauen. So ist nicht. Aber muss halt auch nicht sein, weißt du? Neues Fahrzeug. Zack. Und hier läuft die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Endstation. So, für Bürger. Bahnsteig, Zugplattform. Achtung. Wo man Depots bauen kann für Busse, gibt es Endstationen, die sorgen dafür, dass die Fahrzeuge betankt werden und kümmern sich um das Linienspacing. Oh, das geil! Das ist cool. Depot. Bus Endstation Small. Bus Endstation Large. Geil! Das ist ja mal mega! Das ist geil. Das ist echt nice. Danke. Das ist mega geil. Vor allem halt, weil dieses Runterbremsen auf 30 km/h ja mega nervig ist immer. Vor allem, weil es halt den restlichen Verkehr auch ausbremst. Gut, hier ist jetzt ein Bagger. Das nehme ich. Ist in Ordnung. Kümmert sich hier einer drum? Wird gerade Platten entladen. Nicht gerade wenig. Die warten dann in der Endstation, bis die Entfernung haben und fahren. Nicht immer gut. Ja. Geil. Cool. Das heißt zum Beispiel, hier wird es sich jetzt anbieten. Ah, gut, die LKWs fahren jetzt hier raus. Das finde ich gut. Das heißt, bei mir würde sich das anbieten, hier eine Endstation hinzusetzen und zum Beispiel alle Busse, die von hier unten hochfahren, hier warten zu lassen und dann, dass sie hier wieder Dienst aufnehmen können. Und das gleiche auch andersrum hier oben.
Hm.